Ja, Das ganz ist jetzt genau. Bullshit. Ja, keine Ahnung. Mission fehlgeschlagen, was ein Zufall. Ja, starten wir neu. Ja, warte. Ich bin gerade unten bei dir. Du bist in, alles klar. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. So, das war der. Kontaminationsscan eingeleitet. Und da geht's wieder runter. Da sind wir reingekommen. Hier steht auch nichts. Mal ein bisschen mehr Zeit hier um zu suchen. Hey, ich hasse sowas, ey. Ja. Ich wette mit dir, das ist ein Ding, das war nur verbuggt. Wo ich bin, stand ja. Genau, das war mit Sicherheit der eine. Welcher eine? Den wir gerade nicht drücken konnten. Ne, das war tatsächlich der, den du als erstes drücken musst. Okay. War schon alles richtig. Hm. Daten aufstehen. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. War ein Kampf abgeschlossen, wir haben nicht einen Gegner gefunden. Springen. Was? Darf ich nicht. Was? Ja gut, gehen wir wieder raus. Erstmal zum Safe aus. Richtig. Na, Etage zu tief, richtig? Nein. Nee. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Oh, was ist Safe aus? Das ist sehr großzügig. Danke, das ist sehr großzügig. Was? Nein, ich habe keinen Unterschuss. Betäubungsfall und so. Ich bin bereit. Keine Koffer um mich zu. Hast du auch angewählt? Wenn diese so gut auseinander stehen, ist das nicht auch ganz gut, Alter. Ja, aber macht halt dann nicht mehr so viel Schaden, ne? Ja. Halt. Aber ist klar, wenn du eine Mine in drei aufteilst, ist... Ungut. Das ist richtig. Wie schnell ich einfach mit der Knarre 44 Schuss raushaust, ne? Ja. Hast du noch welche? Ich hab keinen. Ich hab auch auf den geschossen. Ah, das ist klar. Ah, hier sind einfach da. Die nehmen wir mit. Hast du das von Reggie gehört? Nein, was denn? Wir haben ihn wieder geschnappt. Erst zum dritten Mal in Vikings. Nicht dein Ernst. Was hat er getan? Das ist das Beste daran. Er war auf Bewährung draußen und wollte dann keine zwei Tage nach der Entlassung wieder arbeiten. Er holt also das Päckchen samt Knarre ab und fährt zu dem Restaurant, um es abzuliefern. Und weiter? Aber er hatte zu viel O-Saft-Intus oder irgendwas, also musste er dringend pissen. Er geht auf die Toilette und was sieht er da? Was denn? Drei Bullen, die sich zu ihm umdrehen, als er das Scheißhaus betritt. Ist er abgehauen? Doch nicht, Reggie. Er geht frech rein und holt ihn raus. Die Bullen sind immer noch da. Dann fallen ihm Knarre und Päckchen vorne raus, direkt ins Urinal. Betreten eines sicheren Bereichs. Trottel. Und er geht rein und holt ihn raus. Ja, mach ich auch. Wo ist der Rambo? Oh, hallo. Ich weiß, dieser Teil der Stadt dreht zurzeit ein bisschen am Rad. Die Leute drehen völlig durch. Die geben sogar ihre Haustiere auf. Ich frage sie, was für ein Kram. Wer wollte nicht was gönnen? In solchen Zeiten seinen kleinen pelzigen Riegel. Gnadenlieferung, what the fuck? Sehen Sie was Nützliches für sich? Das
Verdammt, ich brauche Geld. Boah, alter Carbonfaserpaket. 253 Rüstung. Deswegen sag ich, ich brauche Geld. Erst gekauft. Nein, ich wirklich, mir fehlen auch 4000. Ich bin auch momentan ganz zufrieden mit meiner Ausrüstung, ich komme gut zurecht. Die ausgerüsteten Sachen kann ich nicht mitverkaufen, ne? Aber richtig. Gute Frage. Ne. Sehr gut. Ja, komm, genau mit weg. Ja, die beiden behalten wir noch, die sind besser. Okay, Carbonfaser gekauft. Na, du auch. Aber ich habe eine Mündungsbremse, eine gute, habe ich gerade gesehen. Kann ich dich hier drauf packen? Ah ja, es hat... Was darf ich Ihnen zeigen? Oh, das. Das. Und ich hatte noch irgendwo was... da... 153 Rüstung. So, ich habe jetzt 23.520 Lebenspunkte. Ich habe 18.300. Ich habe jetzt 1000 SPS eingebüßt, aber ich habe dann immer noch 13.100. What? Was denn? Ich habe 15. Ja, der ist das abhängig von der Waffe? Kann sein. Ja, ist abhängig von der Waffe. Also mit der Scar habe ich 15 und mit der Sniper habe ich 11. Ja, und ich bin bei 13.1 und 11.5. Hey, ich, ich bin besser. Erstmal rumzappeln. Ja, hallo, hier ist das Trainingsraum, hier muss man trainieren. Ja, dann lass mal den Boxen. Das geht mir schon auf den Sack wieder von dem Spiel hier. Dass die Boxsäcke statisch sind und nicht, sich nicht bewegen. Ja. Kackspiel. Ja, ich übe es oft. Ab und zu machen die sowas. Na, ab und zu. Das ist förmlich das ganze Spiel. Ja, bei Assassin's Creed hast du teilweise sogar alles durch die Jeep. Ja, das ist richtig. Entweder zu viel oder zu wenig. Der Einsatz hier oben drüber, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Level 22, das ganze Ding. Wieder in Schuss zu bringen, steht Kommunikation weit oben. Das LNB hat ein gutes Funksystem, eigene Sendemasten, sogar WLAN-Hotspot, soweit ich das sagen kann. Und es wird Zeit, dass wir unsere eigenen wieder auf die Reihe kriegen. Ich habe ein Team zur Errichtung zu einer Multifunktionsbasis nach Kips Bay geschickt. Damit hätten wir das LNB-Netz anzapfen können. Die Station sah auch gut aus, aber dann sind Rikers aufgetaucht. Suchen Sie nach Überlebenden meines Teams und kümmern Sie sich um sie, während die uns ermöglichen, dass zur Abwechslung mal wir das LMB abhören können. Das ist richtig demotiviert, mach mal. Das war auch schön Dauerfeuer, ne? Mit der Waffe? Nee. Alter, die Bäume. What the fuck? Holy shit. Kann ich da rausholen? Wie komme ich denn da oben hin? Keine Ahnung, ich habe da oben was Blaues liegen. Da kommt man gar nicht hin. Was? Ignoriert das Blaue einfach. Ja, du bist 20. M60.
Eine Steppjacke. Ja. So, da ist noch eine Leiter. Wobei, da müssen wir gar nicht. Also gehen wir noch nicht. Runter? Runter. Was ist eigentlich bei Assassin's Creed los? Hm? Da kam jetzt schon sehr, sehr lange kein weiterer Teil. Nach, war der letzte Teil? Unity? Nee, kam doch letztes Jahr kam doch Syndicate in London. Glaube ich ausnahmsweise mal zwei Typen zocken. Ich habe es aber nicht gezockt, weil die es mittlerweile auch zu ausgelutscht ist. Allerdings freue ich mich extrem auf den Film. Ja, genau wie Warcraft. Ja, aber auch nur wegen dem Schauspieler. Er ist halt der Schauspieler von Ragnarok. Ja. Travis Fimmel. Ich bin einfach mal gespannt, was die da so aus dem Spiel für den Film gemacht haben. Nein. Tut mir leid. Erst ganz aus dem Häuschen. Da ist eine Gang von Rikers, die die ganze Nachbarschaft aufmischt. Ihr Anführer heißt Trigger Mike. Hat früher Hundekämpfe veranstaltet, ist das zu glauben. Wenn sie ihn aus dem Weg räumen, wären sehr viele Leute sehr glücklich. Ja, nochmal. Gar kein Problem. Zack, 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 zack. Ich hab den mal auf mich gepult, ne? Noch. Die Handpistolen sind so über, ne? Ja. Die hängen auch wieder rum. Die hängen halt mal gerne von der Decke. Ein Sieg. Das sind ja so schlechten Horrorfilme. Ja. Apropos Horrorfilm, steht mittlerweile fest, dass neuer Freitag, der 13. wird. Echt? Ja. Bis der wurde schon, weiß ich nicht, 5 oder 6 Mal verschoben. Jetzt ist endgültig, dass er kommt. Inwieweit das vernünftig wird, wird sich zeigen, weil das Remake von Halloween war ja auch ein bisschen beschissen. Das ist richtig. Ein bisschen trifft es noch ziemlich harmlos. Aha. Aber willst du ja warten, wenn das von Musiker gemacht wird. Aha. Nix gegen Rob Zombie, aber das hat er echt verkackt. Das ist richtig. Da hat er sich versucht und hat es halt nicht geschafft. Genauso wie das Remake vom Nightmare on Elm Street. Ja, das war echt kacke. Das war einfach mal so alles durcheinander gewürfelt von den Teilen. Das war... Also kacke. Hilfe! Ja, genau. Bitteschön. Vielen Dank. Lass doch schneller nach, Mensch. Erstmal für jetzt Dienst. Hihihihi. Nee. Sie haben Trigger Mike erledigt? Wie haben Sie das geschafft? Lass sie gehen. Das war sogar ziemlich easy diesmal. Ja. Oder tatsächlich die Mucke, ne? Kommt her, ich bin so schön.
Ruhe. Ja, die war so ein bisschen nervig, so nebenbei.